Ich habe seit heute eine Stelle beim Jackson Journal. Ich möchte eine richtige Schriftstellerin werden. Und gültiger. Könnte sogar klappen. Na toll, du kannst immer einen Nachruf schreiben. Charlotte Phelan tot, ihre Tochter immer noch unverheiratet. Abelin, meine Freundinnen sind auf dem Weg und der Tisch ist noch nicht gedeckt. Abelin, du hast etwas verschüttet. Vergib mir, Herr, aber ich muss diese Frau umbringen, Abelin. Du weißt es genauso gut wie ich. In jedem Haus sollte eine separate Toilette für farbige Dienstboten sein. Vielleicht sollten wir einfach für dich draußen eine Toilette bauen, Hilly. Sie sagten, ich soll über das schreiben, was mich stört. Reden Sie weiter. Ich wurde von einer farbigen Frau aufgezogen. Ich weiß, wie einfach, aber auch wie schwierig das sein kann. Sie hat mich aufgezogen. Das hat sie nicht. Ich würde gern was aus Sicht der Dienstmädchen schreiben. Ein Buch wie dieses hat noch niemand zuvor geschrieben. Das hat auch seine Gründe. Diese Frauen ziehen weiße Kinder groß, aber sie dürfen nicht mal die Toilette in unseren Häusern benutzen. Minnie, bist du da drin? Du bist gefeuert! Ich habe mir gedacht, ich schreibe alles auf und lese es Ihnen dann vor. Na gut. Ich mach mit. Soll ich etwa die Fragen selber stellen? Oh. Wusstest du schon als Kind, dass du mal Dienstmädchen werden würdest? Ja, Ma'am, das wusste ich. Wünschst du dir manchmal jemand anderer zu sein? Ich werde auch mithelfen. Wir helfen alle. Hast du den Verstand verloren? Nein, Ma'am. Dafür sie aber gleich. Da haben wir den Salat. Es ist ziemlich skandalös. Sie sind ein gottloses Weib. Es ist doch alles bestens hier. Warum machst du jetzt solche Probleme? Die Probleme sind doch längst da. Wir demonstrieren so lange, bis wir frei sind. Ihr zwei habt mich da reingezogen. Aber ich bring's allein zu Ende. So ist sie, wenn sie gute Laune hat. Zivilcourage überspringt manchmal eine Generation. Danke, dass du sie unserer Familie zurückgebracht hast.